Mein Name ist Hadne Tesfay. Ich bin in Eritrea geboren und im Alter von 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich bin aber auch nicht farbig, weil ich ja nicht bunt bin. Das sage ich immer, denke ich, bin doch nicht bunt. Dein T-Shirt ist farbig, ich nicht. So, weißt du? Ich bin Jermaine Raffington. In meiner Jugend wurde ich oft damit konfrontiert, dass mir Leute abgesprochen haben, deutsch zu sein, nur aufgrund meiner Hautfarbe. Das hat mich neugierig gemacht und ich bin auf eine Reise gegangen, um herauszufinden, warum diese Denkweise in vielen Teilen der Gesellschaft noch immer besteht. Ich habe schwarze Deutsche getroffen, mich mit ihnen über ihr Leben in Deutschland unterhalten und erfahren, was deutsche Identität für sie bedeutet. Diesmal ist mein Gespräch nur eine S-Bahnfahrt entfernt. In Berlin treffe ich Hadne Tesfay, die mir über ihren ersten Kontakt mit Deutschland erzählt. Wenn mich jemand fragt, was ist deine erste Erinnerung, sage ich immer, meine erste Erinnerung ist echt ein Asylbewerberheim. Diese Gänge habe ich noch so richtig vor meinem inneren Auge, die Stockbetten, die wir da hatten und so. Meine richtige Sozialisierung so mit Kindheit, Teenageralter und so hat dann aber in so einer schwäbischen Kleinstadt mit so 50.000, 60.000 Einwohnern stattgefunden. Der Ort heißt Göppingen und da war ich jetzt auch gerade meine Eltern besuchen. Ich war halt nicht in meiner Klasse das einzige schwarze Kind, ich war tatsächlich in meiner Schule das einzige schwarze Kind. Und das war eigenartig, das gebe ich zu, aber wir sind da relativ früh von meinen Eltern für sensibilisiert worden, die einfach schon früh zu uns gesagt haben, hört mal zu, wir sind jetzt in Deutschland, hier sieht der Großteil der Bevölkerung einfach nicht aus wie wir. Das ist so, das kann euch stören, das kann euch ärgern, aber ihr werdet es nicht ändern können. Also müsst ihr irgendwie damit arbeiten und zurechtkommen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir glauben, dass sie die bessere war, weil wir glauben, dass ihr hier mehr Chancen habt auf eine bessere Ausbildung und so weiter und so fort. Aber ihr werdet immer die sein, die einfach anders aussehen. So. Und das ist einfach ein Wissen, mit dem wir groß geworden sind, mit dem auch ich groß geworden bin. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen, was tatsächlich in den 80er Jahren im Schwarmland nicht so ohne war. Also ich kenne andere Geschichten von auch eritreischen Kindern, wo dann die Eltern wirklich drum kämpfen mussten, dass die dann nicht auf die Hauptschule geschickt werden. Und das ist nicht, weil die Noten nicht gepasst hätten, sondern weil man halt damals echt einfach gesagt hat, ja, aber was will das Kind denn auf der Realschule, auf dem Gymnasium? Reicht doch, wenn er einen Hauptschulabschluss hat. Ich habe mich auch immer so ein bisschen mit Mitschülern in die Haare gekriegt, die dann hin und wieder immer so das Argument gebracht haben, naja, aber du hast ja auch so ein bisschen den Exotenbonus. Nein, ich habe einfach nur die bessere Klassenarbeit geschrieben, Digga. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber meine Noten waren einfach echt besser als deine. Und hinzu kam einfach noch, dass ich halt in der Schule relativ wenig Angriffsfläche geboten habe. Weder meinen Mitschülern noch meinen Lehrern. Was hätten sie denn machen sollen? Irgendwie böse Briefe nach Hause schreiben, dass ich irgendwie zu gut bin? Ich habe ein 1,7-Abi, so, weißt du? Das hat mir vieles erleichtert, tatsächlich. Die schulischen Herausforderungen schienen sie recht gut zu meistern. Doch auch Hadnet fehlte es in ihrer Jugend an brauchbaren Identifikationsfiguren in ihrem Umfeld. Es hat bestimmt auch was mit Vorbildern zu tun, die man sich als Teenager gesucht hat oder sonst irgendwo. Wenn du dann in Deutschland rumguckst, bist du halt schnell bei afroamerikanischen Musikern gelandet, weil es halt das Einzige war, was wirklich sichtbar war für einen. Als ich dann als Austauschschülerin in die USA gegangen bin, so mit 16, 17, dann feststellst, boah, die haben krass wenig mit mir zu tun, dann ist das natürlich auch schon sowas, was nichts kaputt macht, was aber definitiv die Sicht auch darauf verändert. Also so für mich war das dann auf jeden Fall ein Bruch, als ich da war und gemerkt habe, so, das ist einfach auch nochmal ein ganz anderes historisches Päckchen, das die tragen. Das ist nicht mein Päckchen. So. Auch ich machte die Erfahrung, mich in die afroamerikanische Kultur zu flüchten, um nach kurzer Zeit festzustellen, dass dieser Bezug größtenteils doch rein oberflächlich war. Aber gerade in der Entertainment-Branche ist die Reduzierung auf Äußerlichkeiten auch in Deutschland präsent. Mich zu besetzen ist ja auch immer so eine Entscheidung, weil ich natürlich ein sogenannter Typ bin. Das bin ich in vielerlei Hinsicht. Das bin ich wahrscheinlich nicht nur, was meine Hautfarbe angeht, sondern ich bin dann auch eine Frau und dann bin ich auch noch sehr, sehr lebendig irgendwie so. Ne? Und dann ist man sofort ein Typ. Da ist es auch relativ schwer zu identifizieren, wo geht's wirklich nur um meine Art und wo geht es dann aber vielleicht auch tatsächlich einfach um mein Aussehen? Und ist es dann einfach nur, dass ich jemandem nicht gefalle oder dass
meine Hautfarbe irgendjemandem nicht gefällt und so. Das ist schwierig. Und da muss man dann auch echt auf jeden Fall so ein dickes Fell entwickeln, weil das ist dann schon manchmal nicht so einfach. Hartnets Fell scheint dick genug zu sein. Denn mittlerweile ist sie in der deutschen Medienwelt zu der Person aufgestiegen, die sie und andere in der Jugend gemisst haben. Als ich beim Fernsehen angefangen habe, gab es so richtige Unterschiede, so Stufen, in dem wer mich erkennt auf der Straße. Mich haben als allererstes andere Schwarze auf der Straße angesprochen, die gesagt haben, ich habe dich im Fernsehen gesehen, so krass. Und ich so, krass, ich war doch erst irgendwie dreimal oder so da. Und das ist so denen als erstes aufgefallen. Und dann kamen alle anderen mit Migrationshintergrund. Und dann erst kamen mehr und mehr Leute dazu, denen ich zumindest den Migrationshintergrund nicht sofort angesehen habe. Ich weiß ja nicht, ob die nicht vielleicht doch einen hatten. Aber das ist mir schon sehr aufgefallen. Obwohl ich dann auch dachte, krass, die merken sich das einfach mehr, wenn es jemanden gibt, der aussieht wie sie. Obwohl die mediale Präsenz von Minderheiten in der Öffentlichkeit im Vergleich zu früher stark zugenommen hat, haben diese dennoch häufig mit Schikane zu kämpfen. Ich kenne es von meinen Brüdern. Ich habe zwei Brüder, einen jüngeren, einen älteren. Und die könnten dir ganz andere Geschichten erzählen als ich. Weil es einfach große schwarze Männer sind. Ich bin eine kleine, niedliche, schwarze Frau. So. Keiner hat Angst vor mir. Was ich oft mitkriege, Vorurteile sexueller Natur, das kriege ich oft. Du bist nicht nur schwarz, du bist halt hinzu kommt auch noch, dass du eine Frau bist. So. Das heißt, du wirst eh schon doppelt kämpfen müssen und dann vielleicht noch dreifach, weil du so zwei Merkmale hast, die dich unter Umständen benachteiligen. Das musst du wissen und damit musst du arbeiten, damit musst du offensiv umgehen und vor allen Dingen darfst du dich nicht davon unterkriegen lassen. Wobei das einen auch irgendwann müde macht, ne? Auch wenn du so als Teenager Diskussionen führen musst, so, ja, du bist ja anders, aber. Und ich so, nein, ich bin nicht anders, so, ich bin überhaupt nicht anders. Es muss sich so viel in den Köpfen und verändern, weil jetzt natürlich Rassismus das eine, aber das geht ja auch schon, fängt ja auch schon bei Leuten, bei denen das jetzt nicht so deutlich zu sehen ist wie bei mir, aber weißt du nicht, bei Türken, Arabern, bei dunkleren Italienern, bei all diesen gefühlten Ausländern nenne ich das immer. Es ist immer so ein gefühlter Rassismus. Wenn du so und so aussiehst, bist du sofort ein Ausländer. Bei jemandem, wahrscheinlich auch wie bei dir oder wie bei mir, natürlich sieht man uns an, dass wir keine sogenannten Bio-Deutschen sind. Aber wir sind schon ganz gut integriert. Du siehst ordentlich aus, bist zwar wahrscheinlich groß und Sportler und so, aber eigentlich auch ein ganz freundlicher, ordentlicher Typ. Siehst auch nicht unbedingt aus wie ein Drogendealer, das ist schon okay. Bei mir ist genau das Gleiche. Auch die macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Also ich denke, man muss schon auch ganz doll viel daran ändern, wie man über Menschen mit Migrationshintergrund oder mit schwarzer Hautfarbe spricht. Wenn ich mir jetzt überlege, was ich mich während der Fußball-WM über die Berichterstattung über Jerome Boateng geärgert habe, den ich ja nur persönlich auch kenne und mag, und dann denke, warum müssen immer so bestimmte Bilder bemüht werden, wenn es um ihn geht? Er ist dann immer sofort der schnelle Sprinter, er ist der lässige Typ und so, ne? Wo du auch denkst so, ja, sind auch andere schnell bei uns in der Fußballnationalmannschaft, aber bei Jerome Boateng ist das so das eine, was irgendwie so heraussticht. Er ist so der Cool, er ist so cool und er ist so lässig und so, dass er einfach einen Bombenjob macht, dann wird erst dann erwähnt, wenn er quasi über sich hinaus wächst. So, ne? Das ist dann immer schon so ein bisschen schwierig. Das hat mich auch wirklich, wirklich geärgert. Das sind also so Stereotype, die Leute in den Köpfen haben. Es ist schön zu sehen, dass heutzutage eine wortgewandte und smarte Person wie Hartnett in der deutschen Medienwelt vertreten ist. Was mich am Schluss noch interessierte, war, wie sie persönlich das Thema Deutschsein sieht. Ich habe relativ spät erst die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Ich glaube so mit 19 erst. Und auch nur auf Drängen meines Vaters, weil der gesagt hat, ja, das ist doch mit Sicherheit sehr viel einfacher für dich, dann, wenn du studierst. Und er hatte total recht. Im Übrigen, es ist auch sehr viel einfacher, mit einem deutschen Pass zu reisen, als mit irgendeinem eritreischen Stück Papier, sage ich jetzt mal, ganz abfällig. Nee, das hat mir das Leben schon erleichtert. Und man merkt natürlich immer so im Ausland,
wie viel Deutsch in dir steckt. Und du denkst dir so, ja, ich habe zwar zwei eritreische Eltern, aber ich bin einfach in Deutschland sozialisiert. Und wenn der Bus um 8.12 Uhr kommt, kommt der verdammte Bus um 8.12 Uhr und nicht um 8.15 Uhr, wo ich dann schon nervös werde, weil er um 8.15 Uhr noch nicht da ist. Aber wenn jemand zu mir sagt, so, oh, Sie sprechen aber gut Deutsch, wie lange sind Sie denn schon hier? Im Schwabenland sagt man das ja dann auch immer noch so gerne mit so einem schwäbischen Akzent. Oh, Sie sprechen aber gut Deutsch. Und dann sage ich, aber Sie gar nicht, ne? So, also so, das ist, man muss dem Ganzen dann einfach mit so ein bisschen Humor begegnen und dem Ganzen so den Wind aus den Segeln nehmen. Ich bin Hartnett Tesfay und ich bin Deutsch.